Wir sind hier im Ort Uruk, modern Warka genannt, im Südirak. Das ist ein Ort, der im 5. Jahrtausend vor Christus gegründet worden ist und etwa bis in das 4. Jahrhundert nach Christus belebt gewesen ist, bewohnt gewesen ist. Der Ort ist berühmt geworden durch die Ausgrabungen, die hier vor allem aus dem 4. Jahrtausend und aus dem 3. Jahrtausend vor Christus Architekturen hervorgebracht haben, die in dieser Form in vergleichbaren Städten einfach nicht nochmal existieren. Uruk ist gleichzeitig ein absolut faszinierender Ort, weil man hier auf Anhieb erkennt, dass es eine große Stadt gegeben hat, zu einem Zeitpunkt, wo es nirgendwo auf der Welt so etwas gab. Es ist ein Ort, in dem die Schrift, die Keilschrift erfunden worden ist. Hier zum Beispiel ist eine der Tontafeln, wo wir sehen, dass es ganz einfach auf ein Tontafeln geritzt worden einfach, wo ein Gefäß steht und gegenüber steht ein menschliches Kopf und das heißt einfach Verb essen. Es ist ein Ort, in dem ganz viele der zivilisatorischen Errungenschaften ihren Ausgang genommen haben und weiterentwickelt haben. Die Arbeit, die uns hier erwartet, vor allem im Konservierungsbereich, ist gigantisch. Das liegt daran, dass so viele Architekturen freigelegt worden sind. العمل حاليا جاي نوثق المبنى الحجري في مدينة الوركاء. طبعا هذا المبنى الحجري من أهم الأبنية اللي موجودة بالمدينة وبصورة عامة بجنوب العراق كونه مبني من الحجر وبميزة ثانية وخاصية ثانية اللي هي نوعا ما جدا نادرة إنه الجدار الوسطي في هذا المبنى مبني من الحجر الصناعي حجر الصب الصناعي وشيء نادر إنه خلال منتصف الألف الرابع قبل الميلاد يتوصلون لتقنية إنشاء حجر صب صناعي. Ich glaube, für die Iraki sind die alten Ruinen ein wichtiges Teil ihrer Identität. Sie sagen immer, Irak ist die Wiege der Zivilisation. Sie sind stolz, jetzt ihre Denkmäler richtig kennenzulernen. Uruk ist in diesem Sommer als Weltkulturerbe gelistet worden. Der irakischen Antikenverwaltung ist sehr bewusst, was dieser Ort an Besonderheiten bietet. Die Kooperation und das Interesse an weiterer Kooperation ist groß. تعتبر مدينة الوركاء الأثرية من أقدم وأهم المدن الأثرية في العراق القديم حيث تتميز برقي أبنيتها وسعة مساحتها الكبيرة إضافة إلى أسوارها الضخمة. Es ist ganz klar, dass die Forschungen weitergehen müssen, aber eben nicht nur Forschung betrieben wird, sondern sehr viel in die Konservierung des Ortes investiert werden muss. Und Backstein sind die absolut idealen Baustoffe hier in der Region, ganz einfach deswegen, weil sie den klimatischen Verhältnissen so wunderbar angepasst sind. Also ich empfinde vor allem Verantwortung für die Erhaltung der Gebäude. Und ich habe auch das Gefühl, dass Archäologie, also Ausgraben und Denkmalpflege nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Es gibt hier alte Aufnahmen, Fotoaufnahmen von den Grabungen, wo diese Baubefunde frisch freigelegt sind und in welch gutem Zustand sie sich damals befunden haben. Und sie liegen jetzt seit Jahrzehnten frei und man muss sich kümmern. Für die wissenschaftlichen Forschungen haben wir ein ganz junges Team da, die sich vor allem mit modernen Dokumentationsformen beschäftigen. Das heißt, wir versuchen gerade ein digitales Höhenmodell mittels einer Drohne zu erstellen. Wir werden von oben jetzt in 10 Meter Höhe Fotos aufgenommen von dem ganzen Gelände. Die werden nachher zusammengeschnitten für eine große Übersicht und eventuell eine dreidimensionale Punktwolke, die das Gelände wiedergibt. Die Zusammenarbeit basiert auf einem Trainingsprogramm, das
Ali Mohsin, ein irakischer Archäologe von der antiken Verwaltung in Uruk, dieses Objekt bearbeitet. نعمل حاليا على توثيق ورسم معبد غاريوس ضمن المخطط الذي تم العمل عليه في الدورة التدريبية التي أقيمت في معهد الآثار الألماني. Gleichzeitig haben wir zwei Konservatoren hier, einen Spezialisten für Lehmziegelrestaurierung und einen Spezialisten für Erhalt von Architektur überhaupt. Mit den beiden besprechen wir, wie wir die Konservierungsmaßnahmen, die hier nötig sind, planen können. Wir sind momentan im Team unterwegs, also mit deutschen Experten und den irakischen Kollegen, die vor Ort auch zuständig sind für einzelne Gebäude hier auf der Seite. Und momentan gehen wir in Rundgängen von Objekt zu Objekt. Das ist ob der Größe der Anlage auch schon ein tagesfüllendes Unterfangen und diskutieren vor Ort Probleme und Lösungsansätze. Wir haben es hier mit fantastischen Lehmstrukturen zu tun aus mehreren Jahrtausenden. Und Lehmstrukturen unterliegen einer noch schnelleren Verwitterung als Ziegel- und Natursteingebäude. Das, was wir an Lehm sehen, ist nicht mehr die originale Oberfläche, sondern ist halt ein ganzes Stück schon zurückverwittert. Das heißt, Dauerhaftigkeit ist da relativ. Es geht momentan darum, zunächst mal erste Vorüberlegungen anzustellen, wie überhaupt hier Konservierungskonzepte aussehen könnten. كل الجوانب العلمية اللي اتخذناها في معهد الآثار لدى المعهد الآثار الألماني دن نطبقها هنا في الموقع العملي. Also die Grundlagen sind ja ohnehin schon gelegt. Wie bekannt ist, dass die ganze Seite inzwischen auf der UNESCO-Liste. Es gibt ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Und ich denke auch die Funktion von solchen Anlagen für ein Land und für eine kulturelle Identität sind nicht hoch genug zu bewerten. Für Touristen wäre das wunderbar, wenn hier viel, viel mehr freigelegt wäre. Und zum Beispiel genau diese Achse, denn die führt auf die Hauptzella zu. Das wäre natürlich toll, wenn man hier einfach so durchgehen könnte und dann in der Zella landet. In manchen Situationen wird zugeschüttet, wenn gerade bei archäologischen Strukturen die Befunde zu fragil sind. Dann werden wir so etwas ausgraben, wir werden es dokumentieren, aber wir werden es auch wieder zuschütten, weil man es sonst nicht erhalten könnte. Wir haben hier immer mit der lokalen Bevölkerung zusammengearbeitet. اشتغلت بالوركاء سنة 55 أول ما أجت البحثة. Der Wächter hat als kleiner Junge angefangen, hier bei den Ausgrabungen mitzuarbeiten und hat seit bald 60 Jahren so vieles über die Ruine gelernt, dass er fast mehr versteht von den einzelnen Lokalitäten als wir. Medina al-Warqa, ich habe mich gefreut, dass ich ein Mensch bin. الحارس لازم يسلم شيء وانا قايل يعطونا وظيفه يصونها باحسان. Aus dem Wissen, dass wir zusammengehören, ist diese ganz spezielle Situation entstanden, die Ruine so gut hat erhalten können. Deswegen bereiten wir alle unsere Projekte im Moment als Fortbildungsmaßnahmen vor. Wir beziehen so viele interessierte Menschen wie möglich ein und die meisten kommen jetzt hier aus der Umgebung. تعلمنا الأساسيات مال التصوير لعمل فيلم وثائقي عن يعني الأماكن الأثرية
واحنا كمنقبين آثار نهتم بكافة الجوانب، واحنا حاليا مستفادين من دورة مقابلة من قبل الجانب الألماني. Wir treffen hier auf Menschen, die wir kennen, die schon lange mit uns zusammenarbeiten. Darüber haben sich Freundschaften entwickelt, darüber haben sich fast, familiäre Bande entwickelt. Wir sind hier eingebettet in die lokale Bevölkerung und werden fast als Friedenszeichen gesehen, wenn wir hierher kommen, um weiterzuarbeiten.